Hallo, willkommen zurück bei Tales of Phantasia. Ich bin der Onschein, neben mir ist der Tamato. Ja, das bin ich, der Tamato, die Tomate, der Onschein ist so ein komischer Apfel. Und wir machen Let's Plays schon seit fast einem halben Jahr lang, oder ich glaube schon mehr als ein halbes Jahr lang. Und YouTube jetzt hat unsere Intelligenz noch immer nicht begriffen. Nein, wir haben 42 Abonnenten, das ist ja auch ein Zeichen der Schatten, Lebenssinnigkeit oder so, habe ich mal irgendwo gelesen. Und ich würde sagen, Skelette bekommen gern mal eins auf den Schädel. Auf die Mütze. Ja. Obwohl sie gar keine Mütze haben. Ja. Tja, Wuss, dein Lieblingswort, oder? Wuss, wieso? Wie kommst du auf das Wuss, mein früher hast du die ganze Zeit gesagt, Wuss. Ja, früher. Habe ich mir gedacht. Ja. Ich höre jetzt, wo du gegen den Krieger kämpfen. Ja, warte. Müssen wir jetzt dorthin, wo wir die... Ah, die Schatzkammer. Orangengel. Orangengel. Panacea Bottle. Ja. Oh, Cheese! Du liest überall Cheese! Da sind so viele Mäuse, wieso essen die den Cheese nicht? Aber wir können den Cheese nicht nehmen, weil unsere Taschen voller Käse sind. Ja, wir brauchen ein bisschen Rattengift. Das auch. Komm, du liebst hier hinter uns. Ja, du, ja, du kennst dich. Ja, Entschuldigung. Reichtum, Macht und Ruhm. Danke. Ja, hast das Spiel ist auch überhaupt nicht repetitiv. Nein. Ja, wir werden mit jedem Kampf besser, wir können blöd herumhüpfen und den blöden Bogen schützen. Aber ich kann nicht blöd herumhüpfen, wo ist mein Spaß? Du hast keinen Spaß, weil ich im Manual-Mode bin und du das Semi-Auto. Ja, ich will auch langsam Spaß haben. Wie lange dauert es noch, bis ich Spaß haben kann? Wann kriege ich bitte den den Manual? Schau, mach vielleicht doch was. Ich glaubst du, meine Pfeile machen irgendwie Schaden? Ja, das hoffe ich doch. If you hunt you, ach, ich kann das nicht fertig lesen. Level up, new spell. Aber wieso Spell? Ich meine, ich habe gedacht, sie kann nicht zaubern. Ich habe gedacht, es können nur Elfen zaubern. Ja, aber so Heilungszauber... Das ist okay, bei, ja. Bei denen gilt die Regel nicht. Aha, okay. Weil das ist göttliche Magie, die von Gott selbst herunterbeschworen wird. Oder so habe ich mir das sagen lassen, also. Okay. Okay. Deep Mist, ciao. Ein tiefer Mist. Aber das schalten wir aus. Was bringt denn das? Nein, sie soll sich nur aufs Heilen konzentrieren, sage ich. Aha. Und was du sagst, ist Gesetz, oder wie? Ja, sicher. Oh, da ist er. Der Grim Reaper. Nein, der Treasure Keeper. Ah, Fresh Meat. Nein, Spinat, er ist Popeye. Das ist Popeye, wie er gestorben ist, ist er zum Grim Reaper geworden und jetzt ist er Spinat. Komm, du nimmst du hinter uns. Ja, ich weiß, ich bin auch nicht so dumm. Wieso sind das jetzt wieder Clay-Demons? Vorher war es ein Treasure-Keeper. Ja, weil sie sich nicht einig waren, die Programmierer. Haben sie gedacht, Clay-Demons, Treasure-Keeper? Ach, nehmen wir doch die Clay-Demons. Treasure-Keeper kann man gar nicht so bekämpfen. Ich weiß. Der teilt sich immer nur in mehrere Monster auf. Nein, der beschwört die. Ach so, das ist ja praktisch der Tod, oder? Ah nein, das ist der Treasure-Keeper. Das ist der Treasure-Keeper. Okay. Ja, dann kann ich es auch nicht erklären. Wahrscheinlich wird ein Zombie zu sein, wenn das so... Meat will. Oh. Huh? A necklace? What's this for? It's giving off a strange power! Looks like a plain old jewel to me. Finders keepers, I say. Yeah. Hinter dem nächsten Horizont wird's weitergehen. Jetzt trinkst du auch noch. Aber Chester ist so ein Anti-Held, oder? Ja? Ein Anti-Held? Yeah, I guess so. Maybe we'll need it for something anyway. Meine Stimme ist gerade. Acquired the Wraith Ruby. Also, ja, was können wir damit? Wir können. Was können wir? Wo ist es denn überhaupt? Bei Äpfeln. Äpfeln. Nein. Ich hab's gerade noch in New. Das ist so ein Quest-Item, das siehst du nicht. Ach, wieso sehe ich das nicht? Weil das ein Quest-Item ist. Das ist ein MacGuffin. Das siehst du nicht. MacGuffins sind unsichtbar. Wieso sind die unsichtbar, die MacGuffins? Kann ich das nicht anlegen oder so? Nein. Was ist das für ein Dreck? Ja, als ob wir das brauchen würden. Das ist ein seltsames Halsband. Seltsame Halsbänder sind nicht so unnütz. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ich hab gedacht, also... Was glaubst du? Denk mal nach. Wieder raus, oder was? Nicht ganz. Nämlich... Ach so, in die Tür, in die Tür. Ja, in die Tür. Ah, die Tür.
verschlossene Tür ist mit dem McGuffin-Halsband jetzt offen. Das ergibt Guffins. So. So, jetzt rechnen wir nochmal mit den Skeletten ab und dann. Und dann machen wir ein paar mathematische Gleichungen, damit der Spaß unendlich wird. Sega Enterprises. Neu. Sehr schön. Ach, ich wollte ihn auch nochmal ein bisschen abschließen mit meinem Pfeilen pieksen. Aber das hätte auch ins Auge gehen können. Aber das Skelett hat ja gar keine Augen. Joho! Also solche Brook-Witze sind einfach unglaublich schmackhaft. Sie sind einfach unschlagbar. Nein, sie sind unglaublich schmackhaft und nicht unschlagbar. Sie sind unschlagbar. Nämlich durch Frankie Superwitze, die sind noch besser. Ach so. Ja. Also die sind noch um ein Eck besser, stimmt's? Ja, um ein Eck. Jetzt können wir aber. Jetzt geht's ins Playhouse Disney auf. Jetzt Mickey kommt's, Mouse, Achtung. Disney World. What's this weird diagram? I don't know, but hey, check out that weird light in the middle. In the middle. Bevor wir da in die Mitte gehen, schauen wir uns den an. Was? My wounds are healing. Ha! Das ist toll, oder? Der blinkt. Ah, der macht das gleiche nochmal. Hihi, wir drehen uns und haben uns aufgelöst. Jetzt sind wir weg, oder was? Wir sind mal gestorben. Oh mein Gott, wir sind in der Laberwelt des Wunderlands aus Mario Kart 64, 29 und so. Da sind wir. Schau mal, oh, der Boden ist da nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt. Nein, ich glaube nicht, dass wir jetzt schon ein Item finden, mit dem wir. Ach, reden einfach. So, du bist doch ein bisschen seltsam dumm, oder was? Ja, ich weiß es nicht, ob es ein Item gibt, dass man da drauf gehen kann oder du nicht. Du bist doch selten dumm. Hinter uns, pass auf. Ja, glaubst du, ich bin irgendwie intelligent im Kopf? Bin ich nicht. Schau, ich habe sogar geblockt. Ich bin ein richtiger Blockado. Ich bin ein sehr Matador schön. Der spanischen Bundeswehr. Du mit deinen geschwollenen Tanz. Ich habe einen Pfeil, noch einen Pfeil. Ah nein, ich habe gedacht, ich habe noch geschossen, aber ich habe nicht geschossen. Da ist kein Pfeil. Der schwarze Pfeil. So, ist er wieder ein Treasure Keeper. Ja. Lavender! Lavender. Wow. Ich habe schon gedacht, wir sterben creepy, hier. Ja, ich habe auch gedacht, wir sterben wegen dem Creepy Lavender Syndrom. Wer kennt diese Creepypasta? Wahrscheinlich hier die meisten. Ja, das ist toll. Lavender Town, because I'm worth it. Hast du keine Angst? So, wo gehen wir entlang? Hier? Yep. Dort, wo uns das Licht hinführt. Hinterm nächsten Horizont. Ein Elixier, das ist eigentlich so das Ultra-Item der RPGs, oder? Ja, da, ich kann es dir mal zeigen, wenn du willst, ja, also. Aber wir sollten dann den Part doch beenden. Ach so, wirklich? Na schon. Hilfe, wo sind wir denn? Elixier, schau da! Das ist komplett HP okay, ja. Und DP. Ich hab's verstanden. Du brauchst nicht unnötig Zeit. So, kommt da jetzt irgendwas anderes oder ist das Einzige? Ja, ich glaube, das ist schon das Einzige. Schau, jetzt warte da, noch mal. Wow, da. Nein, das ist irgendwo anders. Ja, ich hab's verstanden. Ich glaube, ich sollte den Gehirnball ausquetschen mit Pressmus und so. Pressmus ausquetschen. Mit Mus, gell? Ja, Mus, genau. Und dem Mmm. Okay. Okay. Genug der Versprechungen, der Versprecher der deutschen. Der deutsche Synchro, gell? Genug der deutschen Synchro. Hey, oh, wir vibrieren. Wir vibrieren, oh, das ist ja ganz... Oha, was ist das? Ein Ghoul, schau. Aha, das erinnert mich jetzt an Ghouls and Ghosts. Das ist auch ein tolles Spiel. Ja, Ghouls and Ghosts. Ich habe das sogar für die Sega Mega Drive, genau. Ghouls and Ghosts. Übrigens, ja, Ghouls and Ghosts, wichtige Anmerkung. Die Arcade-Version ist viel schwieriger als die Konsolenports. Also wenn ihr die Konsolenports spielt und glaubt, ihr seid gut, spielt die Arcade-Ports und leidet. Das ist meine Message an euch. Okay, und ich würde sagen, wir sollten den Part dann noch irgendwie beenden. Ja, aber das ist kein Speicherpunkt. Du machst dir das immer so leicht. Save States für Emulatoren. Auf Save States vertraue ich nicht. Wir spielen jetzt bis zum nächsten Speicherpunkt. Nein, wir machen dann einen Save State, damit das Video nicht so lang wird, damit es vielleicht doch noch irgendjemand schaut. Und im nächsten Part ziehen wir den Hebel und schauen, was dann passiert. Im nächsten Part ziehen wir uns die Hose aus. Tschüssikowski, Blaschnikowski wieder schon reingehauen. Bye bye Bu, fress Ciao da Gauda, Ciao mit C und Bye bye Bu, genau.